Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen, dann geht's sofort los. Ich bin sofort wieder da. Spaß, ich wollte nur, dass der Stuhl euch auch Hallo sagt. Dass der Petten und der WT einfach noch voller HP da irgendwo rumgammeln. Also, okay, er hat keine HP, ne? Töt ihn. Oh. Er will es jetzt ernsthaft überleben, ne? Er ist einer von diesen. 30 Sekunden. Töt ihn! Boom. Alter, erste Runde, ich bin nass geschwitzt bis auf den Schlüpper. Stan, du kennst mich doch, du kannst fahren, was du willst. Außer wir verlieren. Dann hört mein liberales Gedankengut sehr schnell auf, ja. Und du spielst das, was ich dir gefälligst befehle. Und nicht immer auf solche Trolle reagieren. Die werden hier schon entsorgt. Da kommen dann zwei, drei Leute mit Lederjacken. Dann kriegt er ein Tuch über den Kopf. Dann wird er freundlich gebeten, in den schwarzen Van einzusteigen. Und dann sieht man ihn meistens auch nicht wieder. Aber wir machen das hier diskret, okay? Genau, ohne Plattform, ohne Namen, völlig anonym. Schöne Stelle im Wald, da wo ihr eure Topfpflanzen sonst entsorgt. Ab gestern wieder, deswegen fahren wir so gerne in den Wildpark Schwarze Berge. Wir haben da so ein eigenes Gatter mit Wildschweinen, da habe ich gestern erst wieder ganze Autoladung entsorgt. Man braucht 12 hungrige Schweine, die zerlegen jemanden in einer Stunde. Und eine schöne Tarnung hast du da, was ist das? Das sieht aus wie Blumenkohl. Wie heißen die? Dumplings oder wie heißt das Scheiß? Könnten Sie aufhören, vor meiner Tür zu telefonieren? Danke. Die hört mir gar nicht zu. Schatz! Ja? Kannst du aufhören, vor meiner Tür zu telefonieren? Oder sie zumachen? Er kann sich nicht konzentrieren. Echt jetzt? Ich bin hier gerade mies am Randalieren. Also müssen wir dich jetzt nicht die Klippe runterschubsen. Könntet ja versuchen, aber wenn, dann gibt's einen großen Blumt. Das Werner Schmalz jetzt wirklich bis zum Ende lebt, das hätte ich nicht gedacht. So wie blöd, wie er sich vorhin angestellt hat. Werner Schmalz. Sein Kumpel, der Fachspezialist, hat aber gerade fachmännisch ein Tausenderbrett hier von unserem Leckfett kassiert. Ja. Waren auch wichtige Schüsse auf dem FV und so. Jetzt warte, lass ihn, mach ihn auch mit HE. Gib ihm HE ins Torbdach. Lass ihn mal machen, Stan. Ja, okay. Ich lenke ihn ab, warte, dass er zu mir kommt. Jetzt fahr, sonst jetzt kommt der Superkumpel. Push drauf. Schieß jetzt! Schieß, Luger! Jawoll. Gleich noch den S-Kong mit entsorgt. Ich rubbel so oft, da haben Haare keine Chance. Oh Gott, ihr seid so. Klassischer Twitch-Chat. Alles voll Palmenwedlern. Macht Spaß und stoppt nicht. Mir ist das zu anstrengend. Deswegen die Frau? Oha. Jetzt überleg nochmal. Lass sie das nicht. Was du gerade gesagt hast. Lass sie das nicht hören. Ich hoffe, ihr habt kein Auto und ihr habt meine Adresse zum Glück nicht. Wenn ich was gelernt habe, ist, wie man Leute findet und sie dann fachmännisch entsorgt. Ich bin nicht schwer zu finden. Das ist das Einzige, was ich kann. Leute finden und entsorgen. Also jetzt solltest du dich beim Einkaufen häufiger umschauen. Der alte Mann an der Kasse muss nicht unbedingt der alte Mann an der Kasse sein, verstehst du? Ja, den Schuss muss sich jetzt keiner hier mehr fangen. Nö, hat ja nur abgeprallt. Über dir kommt auch nichts. Hab da so einen Griff. Nee, die wird hier hinten kommen. Hinten wird das Mäuschen jetzt kommen. Zusammen mit dem WZ. Warte mal da mit deinem 50 TP. Ey, mal hier hinter mir ab. Hier. Da aim ich gerade ab. Achso, okay. Ich muss mich jetzt hier nämlich mal ganz kurz hochquälen. Und dann würde ich sagen. Ja, sauber, genau so. Das ist der Spirit. Jetzt kommt das Mäuschen da. Komm, das gehen wir zusammen jetzt alle an. Oder Stan, du bleibst da? Oder willst du mit? Ja. Ja, komm, lass einfach alle drauf. Schlägerei jetzt. Bin ich dabei. Ja, komm. Jetzt die Knüppel ziehen und drauf. Beide Keilerei, da bin ich dabei. Ja, komm, der Barhocker. Da kassiert er schon. Warte, ich hab noch voll ab. Jetzt hier nicht so feige, komm. Wir sind alle. Er hat sogar daneben geschossen. Jetzt. Schießen. Ne, ich bin noch im Reload. Au, oh, verschossen. Ich würde danach aber den. Ja, wir müssen zurück. Umdrehen. Sauber. Oh, hinter uns, oh, da kommt der nächste. Ich hab doch gerade andersrum gedreht. Oh, da kommen sogar zwei.
Ja, dann alle drauf da. Kommt die Torte vielleicht auch noch, oder was? Ist mit ihm nicht richtig, Alter. Er kann sich gar nicht entscheiden. Oder? Er konnte sich gar nicht entscheiden, auf jeden Fall, als er schießt, und dann hat er verschossen. Ja. Mach das mal. Perfekt. Oh, jetzt wird hier dreimal R gedrückt und jetzt geht's einfach nur noch vorwärts. Ich warte jetzt hier, bis du dreimal R gedrückt hast. Ich push auch ganz wild hier den Weg runter. Auf den wildesten Weg, wenn man hier fahren kann. Oh. 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 Jeder einen Schuss, dann ist er aber weg. Aber trackt mich, die Sau. Epic Trap. Wo willst du denn hin? Wo ist jetzt der WZ? Ja, egal. Er kommt uns da oben gleich entgegen. Schade, dass man dich nicht mehr tracken kann. Schade, dass wir so viel AP verloren haben, alle. Ich fand's aber eigentlich relativ nett von den Gegnern, dass sie so alle nacheinander gekommen sind. Ja, ich war ja eh schon mal da. Ich bin der mit der Cousine. Oha. Der Österreicher. Oha, ich erinnere mich dunkel, ja. Was will die von mir? Ja, Kinder, ne? Ach so. Wenn sie deine Cousine ist, hat sie doch bestimmt schon genug. Aber vorher muss sie mir sagen, wie doll schielt deine Cousine. Es guckt sich weg mit der Zeit. Es guckt sich weg. Aber wenn du die so aggressiv in einem Twitch-Chat vermarkten musst, dann kann das jetzt nicht unbedingt der Jackpot sein, oder? Na, mit 64 Jahren. Das ist nicht mehr so einfach. Mein Fußballtrainer von früher hat jetzt gesagt, im Rahmen der eigenen Fähigkeiten genau. Alles gegeben. Weiß sie denn, was du so für Quatsch im Internet erzählst? Nein, sonst würde ich hier nicht mehr sprechen. Ich wollte gerade sagen. Auf der Karte fühlen wir zu Hause, ne? Wenn du jetzt hier nach links oben guckst, wo in etwa wohnst du da? Beim dritten Baum. Oberhalb der Baumwuchsgrenze, nee, oder? Da gibt's noch Bäume, wo du wohnst? Natürlich. Sehr gut, sehr gut. Ja! Ja! Nein, 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 nein. Danke. Top. Das ist einfach ein Tier. Jetzt muss ich ihn aber auch töten. AE! Ja, mein Freund! Ja, AE! Ja, ja. Ja, der Type 64 steht hier und der andere Light steht da irgendwo. Jetzt kommt unser Light kommt, jetzt müsst ihr euch ein bisschen unser gleich. Unser Super-Cheffi fährt die jetzt gleich von hinten anjucken. Das ist ein P43. Ja. Oh, hier unten ist der Light schon. Geh auf ihn drauf! Push ihn, push ihn, push ihn, push ihn, push ihn, push ihn! Track ihn, versuch ihn zu tracken. Jetzt einfach. Oh, der dicke stopp, auch, stopp, ja. Stopp. Ja, ja, ich fahr nicht weiter. Zauberstan. So, und jetzt ziehen wir rum. Jetzt ziehen wir rum. Den P43 zuerst. Heute dran. Ich glaube, er ist schneller als ich. Der muss jetzt sterben. Fahr wieder dann zurück. Jetzt den Light, 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 Light. Ja. Einen Schuss hätte ich noch gebraucht von dir. Ah, ja, den einen war fast drin. Aber nur fast. Lebt's denn noch? Ja, ja. Ja. Oh, ihr hämmt mich ab, ne? Ja, ich bin gerade dabei. Ich sag's, er hat geschossen. Was für eine Festung! Was ist denn, also Viertele weiß ich, was das ist, aber was ist ein Schlotzer? Ja, das Schlotzer, einen guten Wein tut man nicht trinken, sondern den schlotzt man. Das heißt, den lassen wir so langsam runterlaufen. Das ist einfach nur irgendeine Schönquatscherei von Alkoholismus. Bei uns im Norden sagt man wenigstens saufen. Schlotzen ist quasi, man kippt sich den Hals, alles klar. Nee, nee, den genießt man. Ach. Ja, kipp, in den Hals kippen, sag ich ja. Einfach rennen. Rennen in die hohle Birne. Wie hat mein Schwiegervater gesagt,
Da wurde wieder zu viel geschlotzt. Da kann man sich nicht dran erinnern. Wie hast du denn heute schon geschlotzt? Wir fahren jetzt voll auf den Lansen drauf zu. Ja, da ist aber noch der Schwede da. Ah, Gelapp. Der Schwede, wenn der Schwede Schweden-Moves macht, guck. Dann track ich ihn und du tötest ihn. Oder Ideen. Genau, sehr gut. So, der Schwede ist auch tot. Und jetzt die W-Taste, bis sie raucht, durchdrücken. Moin, Blitz aus Ob. Und dann haben wir souverän gewonnen. Moin, Prankstar. So. Sehr gut. Sau stark. Aber das noch zum Besten, das ist nicht die W-Taste, das ist die T-Taste bei mir, weil die W-Taste ist schon ausgeleiert. Du solltest vielleicht mal allgemein so ein bisschen über deine Hardware nachdenken. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du mich nur getrollt hast und dass das nicht ernst gemeint ist. Nee, es ist echt. Eine Sherry-Tastatur kostet 20 Euro, Max. Gibt es, glaube ich, sogar schon für 10 Euro neu. Ich sehe die Buchstaben schon nicht mehr. Ja, okay. Also. Vielen Dank. Ja, dann. Ich spare mal wieder, dass ich 150.000 zusammenkriege. Ja, aber spar vor allem mal, um ein bisschen zu investieren. Neue Maus, neue Tastatur. Größerer Bildschirm, vielleicht auch einen neuen Rechner. Ich habe auch mittlerweile meine W-Taste auf F1 gelegt, weil die zu doll durchgegangen ist. Aber S habe ich irgendwo hinten bei Ö. Ne, ich muss die Kills leider alle klauen. Ja, ich merk das so. Das war vielleicht sogar der Matchwinner. Guck mal, wir haben das gewonnen. So easy ist das. Aber er muss sich ja gleich bewegen in der Richtung. Darauf warte ich ja nur. Und jetzt auf den Badger, kommen Sie! Geben Sie ihn! Oh, jetzt bin ich scheiße, ich bin gerade gespottet worden. Ja, er guckt noch nichts, er dreht sich gerade zu dir. Jetzt musst du auf den FV warten. Tritt zwar kommen, mach mal was. Trackshots kommen jetzt. Ja, funktioniert nicht so gut, aber. Ja, dann soll der Stritzwagen jetzt ihn einfach wegmachen. Wieso der Stritzwagen? Oder du mit Feuer. Ich wollte gerade sagen, wieso soll der Stritzwagen. Der hat sich ja gar nichts verdient, da hinten der Hund. Da hast du aber auch ein paar Hash am Start bei dem Centurion, ne? Ja, selbstverständlich. Ach, selbstverständlich. Nur. Und nur Hash. Und wenn ich zwischendurch ein Tarnnetz oder einen Scherenfernrohr angehen höre, gibt's einen Lifetime-Ban. Also bleib besser in Bewegung. Bitte. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du so meinen Stream nebenbei laufen lässt, was machst du dann meistens? Meistens gucke ich zu. Ach komm. Ich will es gar nicht wissen. Hör auf. Stan will es gar nicht wissen. I got this. Mine kommt von also kein einziger von meinen Hash ist durchgegangen. Ich würde mich doch. Du hast doch jetzt aber auch nicht frontal auf den AMX mit Hash geschossen, oder? Nein, drop dich! Schneller! In die Unterwanne. Ja. Schieb sie runter! Komm, lass. Nein! Ihr Schweine! Die Grille war da verkeilt, ich konnte ihn nicht schieben. Ja. Ihr könntet beide in die Mitte fahren, aber ich würde sagen, komm, lass mal 8er, 9er aggressiv. Nein. Ich hab Scheiße gebaut, Maus. Was ist denn los? Keine Ausrüstung. Ich hab keine Munition. Keine Munition. Ich hab in letzter Sekunde wollte ich mal gucken, was mein zweites Loadout ist und dann
ist da nichts drin und dann geht's los. Sauber. Ja, aber dann lass uns jetzt nicht weiterfahren, wenn wir jetzt hier alle stehen bleiben. Dann können wir ja auch direkt ausweichen. Da sind schon zu viele und uns fehlt eine Kanone. Einfach zerstören, nicht spotten. Ja. Wir nehmen den T-34-85 als erstes raus. Falls du gespottet bist, fahr in Deckung. Ich versuche den Stuck rauszunehmen. Jetzt den 40 TP. Stan wird jetzt gleich angegangen, das heißt, wir müssen ihm gleich helfen. Spots kommen gleich nochmal wieder, keine Angst. Ich habe schon 2000 Spot. Ja, du kannst jetzt mal W drücken, pfeif mal jetzt auf. Da ist 45 TP wieder. Wichtig ist eigentlich, dass man schnell hier hinkommt, dass man da nicht in dem offenen Feuer stehen bleibt, ne? Ich habe nichts gesagt. 2300. Gunmark gestiegen. Was willst du? Ohne Munition. So Gunmark man heutzutage. Spielst du abseits deines Streams Privatsessions? Ja, mit Gogo Girls und Stripperinnen, wenn die Feierabend machen. Nein! Oh! Leute, es ist unfassbar. Ich berichte live. Wow, du hast dich so hingestellt, dass du nicht mal resettet wirst. Respekt dazu. Respekt. Das ist doch. Leute, es ist echt unfassbar. Er kriegt den Spott umsonst. Maus, eigentlich müsst du dich töten lassen, damit du ihn nochmal sehen kannst. Nein, das will ich ihm nicht antun. Das hat er nicht verdient. Da ich die stärkste Frontpanzerung habe, fahre ich vor und ihr da so versetzt dahinter. Warte, ich wechsle Munition nochmal. Stark. Was ich die ganze Zeit nochmal fragen wollte, bei dem Pro-Mod, ne? Mhm. Machst du da eigentlich auch Mods selber oder sammelst du die quasi alle zusammen? Also sind da auch welche von dir eigens entwickelt oder? Ja, eine ganze Menge sogar eigentlich, ja. Scheiße! Auf welchen bist du am meisten stolz? Den Auto-Ignore für Artillerie? Sauber. Nee. Das wäre wichtig. Das wäre eigentlich extremst wichtig. Dass da direkt, wenn du hier es mit so einem wilden Typen zu tun hast, der Max Elite Level hat, dass er direkt auf die Igno kommt. Dass ich direkt aufgeschrieben habe. Zack. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also, falls jemand nicht weiß, mit wem wir fahren, ja, ich habe sogar fleißig, wie ich bin, ein Ad in der Beschreibung drin. Könnt ihr draufklicken. Das ist der freundliche Herr, der euch den Promod zur Verfügung stellt. Für euch ganzen Mod-User. Das ist auf meinen Mist gewachsen. Ich nehme den jetzt raus hier. Ja. Nö. Nee. Doch. Ich wollte ihn ja gerade abstauben. Wie ist denn das eigentlich, also wie fühlt sich das jetzt an, jetzt wo du, wo es kein Forum mehr gibt und du dann quasi jetzt auch nicht mehr diesen Forenstatus WGL, ex-WGL Pro-Player hast? Hat das was mit dir gemacht? Mir ist so scheißegal geworden. Stimmt, Sanyo hat den jetzt auch verloren. Ja, ne? Jetzt gibt es kein Forum mehr, jetzt gibt es auch diesen, oh, da hinten. Dann kann ich zu Sanyo sagen, wo sind die Beweise? Ja, hat er gar nicht mehr. Hat er das noch gehabt bis zum Ende? Ich glaube, ich bin der Meinung, mir haben sie das schon vor Monaten weggenommen. Echt? Genau, für euch ganzen Mod-Nutzer. Ihr dürft auch gerne mal was spenden, ne? Wenn ihr schon den Mod for free bekommt und jedes Mal, wenn der Patch da ist, sofort da ran. Ist das eigentlich viel Aufwand an so einem Patch-Day? Ja, das kommt immer darauf an, was Wargaming kaputt macht. So. Manchmal sind die kleinen Patches schlimmer als die großen. Das ist halt auch richtig ätzend beim... Weil so Mikro-Patches, wenn die Replays dann... Das wäre übrigens auch was. Aber das wäre wahrscheinlich auch nur für so Content-Creator interessant. Wenn es mal die Möglichkeit geben würde, auch alte Versionen noch abzuspielen und ich nicht für jedes eine eigene... quasi einen eigenen Client komplett bräuchte. Aber es ist wahrscheinlich nicht darstellbar. Ja. Nee, das kannst du technisch nicht lösen. Fuck. Das nutzt halt nichts, wenn du nur einmal die Woche... Riesige vor mir, oder was? Ja. Guck mal, da siehst du mal, was du für eine feige Ratte bist. Wenn sich der Skorpion und die Susche vor dich stellen, du elende Pfeife.
jetzt steht halt über mir dieser kleine ranzige Reim. Oh, lol. Der Trottel. Wie schnell da einfach gelöscht war. Jetzt habe ich nur noch HE. Das stimmt ja nicht. Stan wird auch gelobt. Wenn er denn mal ausnahmsweise was gut macht. Hallo. Jetzt geht's ab. Alter, was hast du da für eine Tarnung drauf? Was denn? Das ist ein altes Foto von mir. Ja. Das war in aktiven Pumperzeiten. Ich weiß, wird ein bisschen übertrieben, aber... Ja, die Ohren sind ein bisschen übertrieben dargestellt, ich weiß. Aber sonst ist das eigentlich relativ detail- und realitätsnah. Ich habe gerade dem T100 Lite einfach 800 gegeben. Ich sag auch immer zu meinen Zuschauern, World of Tanks spielt man nicht, weil man irgendwie Spaß braucht, sondern World of Tanks spielt man, weil es einfach sonst zu gut bei einem läuft. Wenn einem so richtig die Sonne aus dem Arsch scheint, dann spielst du World of Tanks, um dich wieder runterzuholen. Ist so, ja. Ist so. Wenn du so einen richtig guten Tag hattest, du bist befördert worden, hast vielleicht noch eine Gehaltserhöhung bekommen, du hast dich frisch verliebt und dann einfach mal wieder klarzukommen, World of Tanks. Einfach wieder auf dem Boden der Tatsache. Ja, dann weißt du halt auch einfach, dass das Leben auch die beschissenen Seiten hat. Genau, World of Tanks spielt man für den Elektrolytehaushalt.